Okay, Leute, ich bin's wieder, Ali, und wir spielen Paper Mario 2. Im letzten Part haben wir wieder aufgehört, wo wir jetzt anfangen, bei einem Tutorial bezüglich der Sternenpunkte. Und wir werden nun den Sprung anwenden und wir werden die Stylish Commands ausnutzen, damit es den Zuschauern noch besser gefällt. Ah, verdammt, jetzt habe ich gefällt. Egal. Sehr gut, ihr seht, ihr erhaltet immer wieder neue Sternenergie. Außerdem erhöht sich die Anzahl der Zuschauer, wenn ihr einen guten Kampf liefert. Die Anzahl der Zuschauer siehst du übrigens links, unten auf dem Kampfbildschirm. Ich habe 16 Zuschauer, awesome! Technik, Kopfnuss! Wow, wow. Ha, wir machen Goomba fertig. So Mario, jetzt darfst du Bingo spielen! Was? Okay. Du hast schon zwei gleiche Symbole. Und nun hast du das Action-Kommando zum dritten Mal korrekt angewandt. Also darfst du dich jetzt im Bingo-Slot versuchen. Probier es gleich mal aus. Okay. Und yes! Bingo! Das klang ja ein bisschen komisch. Ja, meine Stimme geht's noch gut. Ich habe 50 Zuschauer, ach du Scheiße! Sehr gut, du hast drei gleiche Symbole. Wenn du drei gleiche Symbole hast, erhöht sich die Anzahl der Zuschauer. Außerdem werden je nach Art des Symbols deine KP, BP oder SC aufgefüllt. Aber vermeide, das Giftpilze zu bekommen. Sonst passiert ein Unglück. Also, je mehr Zuschauer du hast, umso mehr Sternenergie kannst du bekommen. Außerdem kannst du auch mit einer Show-Einlage deine Sternenergie erhöhen. Das sollst du dir wirklich gut merken. Eine Show-Einlage. Mario, achte auf den Zuschauer in der letzten Reihe. Ah, Hammer, Bruder. Ich wusste, mit dem stimmt irgendwas nicht. Siehst du seinen Hammer? Der will dich angreifen. Wenn die Zuschauer etwas nach dir werfen, erleidest du Schaden. Drück X, um den Angreifen des Publikums vorzukommen. Okay. Take this! Aha. Hinter den Kulissen, Baby. Genau, mit X kannst du meinen, von einem Zuschauer angegriffen zu werden. Aber manche Zuschauer werfen dir auch nützliche Items oder Münzen zu. Die sollst du natürlich nicht angreifen. Warum nicht? Das wäre vorerst alles, was ich dir zu Sternattacken und zu erklären hatte. Gehen wir zurück ins Haus. Oh, aber meine Zuschauer! Kommen wir jetzt zum Wesentlichen, der magischen Karte und den Sternjuwelen. Diese Karte ist etwas ganz Außergewöhnliches. Sie findet mit einer Art Radar heraus, wo sich die Sternjuwelen befinden. Demzufolge befindet sich das erste Sternjuwel im Feuertal. Im Feuertal? Das Feuertal liegt ziemlich weit östlich von Rohlingen. Ehrlich gesagt erschien mir die Gegend bereits seit längerem verdächtig. Der Name Feuertal ist mir schon des Öfteren in der Fachliteratur begegnet. Aber wie gelangt man in dieses Feuertal? In den Katakomben sollte es eine Röhre geben, der direkt dahin führt. Okay. Übrigens, Mario, woher hast du eigentlich diese Karte? Aha! Von Prinzessin Peach? Aha, er nennt Peach Aha! Sie hat dir die Karte geschickt? Sieht die Prinzessin unter Umständen etwa so aus? Nein. Oh je. Oh je. Ich wusste es! Die Prinzessin war neulich bei mir und wollte etwas über den Schatz wissen. Ich habe ihr etwas über die Sternjuwelen und das Feuertal erzählt. Vielleicht ist sie ja wieder, was? Vielleicht ist sie ja wieder erwarten noch doch allein ins Feuertal gegangen. Boah, so viele Dialoge auf einmal, ich kann nicht so viel lesen. Übrigens, in der Stadt fragen auch so seltsame Typen nach den Sternjuwelen. So, so, interessant. Vielleicht haben die etwas mit der Prinzessin zu tun. Also gut, ihr beiden brecht sofort ins Feuertal auf. Wenn sich die Prinzessin tatsächlich dorthin begeben hat, müsst ihr sie einholen. Die Suche nach den Sternjuwelen führt uns sicher auch auf die Spur der Prinzessin. Kommst du mit? Und Sie kommen nicht mit, Professor Goomba? Ich versuche etwas über die Prinzessin und diesen seltsamen Typen herauszufinden. Euch zu begleiten wäre für mich, für einen alten Herrn wie mich, doch etwas zu anstrengend. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit zu mir kommen. Also gut, let's go, verlassen wir endlich den verdammten Professor und seine ewigen Dialoge. So, wir begeben uns zu den Katakomben. Einen Moment noch! Nee, oder? Lass uns in Ruhe! On Power Hauer erhalten. Mit diesem Schlag zeigt Mario Gegnern, was eine Hake ist. Mario, nimm das hier mit auf den Weg. Das ist ein Orden. Orden können... Ja, okay. Und du willst mir jetzt aber nicht erklären, wie man Orden auf... Nein. Ich weiß, wie man Orden aufsetzt. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich weiß, wie man Orden aufsetzt. Das haben wir schon im ersten Teil gesehen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir speichern vorerst. Und dann setzen wir den Orden auf. Also bis gleich. Okay, ich befinde mich nun am Anfang der Katakomben und hier ist eine Flugplatte, die wir nutzen können. Yay! Und ich entschuldige mich für das Bildverhältnis. Ich experimentiere noch so ein bisschen. Wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten läuft es flüssiger. Denn ich benutze nun eine aktualisierte Version der Dolphin-Dingens. Bloop, ouch, was soll das? Das endet hier ein bisschen an Paper Mario 1.
Da waren auch Blue Bunny Katakomben. Wow! Und es geht los, ohne Musik. Ah, jetzt muss ich, okay. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber gut, dann werde ich Musik einfügen. Wer wagt es, Blooper weh zu tun, den größten aller Tintenfische? Blub, blub, mit mir ist nicht zu spaßen. Blub, 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 unverschämter Zwerg. Blub, 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 na dann los. Nein, tu mir nichts. Seht ihr meine Tentakel? Mario, erinnerst du dich daran, was Professor Kumbach sagte? Mit Y können wir die Reihenfolge unseres Angriffs tauschen. Wenn dein Kapitän zu nahe gehen sollte, solltest du mit Y nicht kämpfen lassen. Was wir aber nicht machen werden, wir werden erst die Sternenergie einsetzen, denn der sieht relativ stark aus. Wobei, ich finde ihn eher so als Zieren. Drücke einen passenden Moment. Das ist ein Blooper. Ihr Kind ist sehr schleimig. Also, schleimige Monster kann ich gar nicht ausstehen. Maximale KP 12, Angstkraft 1, Verteidigung 0. Er greift mit seinen Tentakeln und mit Tinte an. Sind die Tentakel erledigt, fällt der Körper zu Boden. Dann kannst du angreifen. Die Tentakel haben 3 KP. Also erledigen wir diesen Schleimi, diesen Blooper. Okay, machen wir das mal. Gut, dann würde ich sagen, wir haben keine Items. Doch, wir haben Feuerblume. Das werden wir auch direkt einsetzen. Take this, Blooper! So. Ich habe jetzt seinen Tentakel erledigt. Und wir greifen ihn an. Mit einer Kopfnuss. Und die Leute sind amüsiert. Wir haben 9 Zuschauer. So. Und nun setzen wir die Cool-Kommandos ein. Aha. Ja, komm, steh auf, Baby. So, jetzt sind wir wieder dran. Gut. Und nun folgt ein Sprung. Ah, verdammt, das war nicht so cool, Kommandos. Nein, tu mir nichts! Eklig. Gut, dann melden wir dies mit. Gucken wir das. Das war's. Blooper ist besiegt und wir erhalten 20 Sternpunkte. Wow. Wieso ein einfacher Gegner? Blooper! Blooper, ich habe das Spiel abstürzen lassen! Bis gleich! Okay, es geht weiter. Zum Glück. So, wir haben Blooper besiegt und jetzt hören wir überhaupt keine Musik mehr. Was schade ist. Kumbella? Ach da. So. Du bist echt doof, weißt du das? Ist hier... Okay, immer wenn ich ins Wasser falle, stürzt das Spiel kurz ab. Komisch. Egal. Nein! Lass mich endlich die verdammte Röhre benutzen. Endlich. Erfindet sich hier das erste Kapitel? Ist es endlich soweit? Kapitel 1! Kein Untertitel? Dann nicht. Und das, meine lieben Freunde, ist das Feuertal. Das erste Kapitel, das wir beschreiten werden. Aber ich würde sagen, ich speichere hier und dann beende ich die Folge. Aber erst hören wir Gumbrina, was auch immer, zu. Hier ist also das Feuertal. Und hier soll sich eins der Sternenwesen befinden? Also los, Mario, das Abenteuer beginnt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich speichere hier. Bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 2.